Ja, hallo zusammen. Als erstes war es oder ist es mir nochmal wichtig, unsere Fans zu erwähnen, weil ja, was vor dem Spiel eben stattgefunden hat mit der Choreo, auch in Andacht an Achim Stocker, das war bemerkenswert toll und auch wirklich auch schön zu sehen. Und das ist wichtiger und überwiegt auch das Spiel an sich letzten Sonntag und auch das Ergebnis. Das ist größer als ein einzelnes Spiel und es war mehr als würdig, auch entsprechend Achim Stocker das eben auch so zu würdigen. Und das war mir nun mal total wichtig, das heute als erstes zu erwähnen. Und dann legen wir los mit Frank Krischmüller. Sehr gern. Ja, Julian, ich habe mal nachgedacht, wann es eigentlich mal richtig gut war in Berlin, in Köpenick, mit dem SC. Und da bin ich auf ein Spiel gekommen, da war Frank Wormuth noch Trainer von Union. Das ist also 25 Jahre her oder so. Was macht die so eklig? Was macht das so schwierig, bei denen zu bestehen? Ja, ne. Enorme Geschlossenheit. Sie verteidigen sehr leidenschaftlich. Ich hatte selber noch nicht das Vergnügen, an der Alten Försterei zu sein. Deshalb freue ich mich auch drauf, die Voraussetzungen freitagsabends eben dort spielen zu dürfen. Sind auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite kann man sich dann eben auch vorstellen, was eben dann auch für eine Energie, für eine Wucht entstehen kann und auch diese Leidenschaft. Ich finde, ja, sie hatten letztes Jahr kein einfaches Jahr. Es sind auch Herausforderungen, wenn man einen sportlichen Erfolg hat, eben. Ja, welche Entscheidungen trifft man, wie stellt man sich entsprechend auf? Und da finde ich, sind sie jetzt wieder genauso, wie ich sie auch die letzten Jahre, das letzte Jahr ausgeblendet, dann eben auch kennengelernt habe. Geschlossenheit, ganz arg viel Einsatz, ganz arg viel Wille. Und ja, die Ergebnisse spiegeln das. Sie lassen sehr, sehr wenig zu, auch gegen Top-Mannschaften. Es ist schwer, gegen sie Chancen herauszuspielen. Sind generell Spiele, wo es nicht arg viele Torchancen gibt. Und ja, sie haben aber dennoch die Qualität, eben auch durch gutes Umschaltspiel eben Tore zu erzielen. Aber wie leidenschaftlich und mit welchem großen Aufwand sie verteidigen, das schon hervorzuheben.